Guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu unserem ersten Video Clash Royale. Ich habe erstmal mir das versucht so schön zu machen, ob sich da was ändern wird. Ich denke schon. Und ja, heute kam es denn jetzt endlich mal für Android raus und ich habe mir einfach direkt gedacht, jo, warum nimmst du das denn nicht jetzt direkt auf? Weil du hast das Handy, ja, du hast es auf Handy schon gespielt. Ja, warum sollst du es denn nicht auch auf YouTube zeigen, das Spiel? Und ja, es ist gerade frisch rausgekommen, hab mir gedacht, so, jo, könnt ihr ja Leute interessieren. Ich habe hier noch eine Maus, das vor allem daran liegt, dass ich das ganz schnell hier gemacht habe mit den, mit der Monitoraufnahme, aber gut, kommen wir nicht dazu, sondern, ja, ich mache jetzt erstmal hier, ich bin hier noch in einem Clan, weil ich bin halt auf Handy sehr aktiv gewesen. Und ja, mir fehlen zwei Kisten, wir machen mal, Alter, ist das laut. Moment, so, 10%. So, jetzt suche ich erstmal ein Game. Ja doch, ein Spiel. Suche ich gerade. Das hier mit der Schrift von Twitch. Werde ich noch schauen. Aber okay, los geht's erstmal. Ich habe hier damit zum größten Teil gespielt und mit Barbaren. Schien mir eine ganz gute Kombination zu sein. Wie sich das natürlich jetzt so auf... sorry, tut mir leid. Auf lange Sicht spielt, ist natürlich jetzt fraglich, ne? Auf jeden Fall macht es mir bisher auf Handy auch vor allem sehr viel Spaß. Und ich denke, das kann man auch gut im Livestream zum Beispiel spielen, der ja jeden Freitag ist. Wobei ich sagen muss, wenn ihr dieses Video seht, morgen, also Donnerstag, denn, ja, ich bin Freitag wieder nicht da und deswegen, ja, bräuchte ich das, wollte ich das halt früher ankündigen. Jetzt habe ich's. So, auf jeden Fall, sind wir hier ganz schön am Arsch hier gerade. Wir werden hier einfach mal so ein Haus hinstellen, weil das ist ja eine richtig gute zusätzliche Abwehr gegen diesen Riesen zum Beispiel. Und, ja, setzen wir die hier hin. Die schießt dann noch da schön drauf und ja, jetzt demnächst werden wieder Videos folgen. Denn es stand ja wirklich sehr, sehr lange ruhig, dieser Kanal. Und ja, ich hatte halt, ich war erstmal krank. Es hört man, meine Stimme hat sich jetzt noch nicht so heftig erholt. Aber es macht mir Spaß, dieses Video jetzt hier aufzunehmen und ich hoffe, es macht euch auch Spaß, dieses hier anzuschauen. Dieses Video wird noch immer noch in 30 FPS sein, weil ich zu doof war, das jetzt umzustellen. Ja gut. Auf jeden Fall, jetzt hat er eine doppelte Geschwindigkeit und das macht, ja, das müssen wir uns beeilen, so habe ich es immer gemacht. Er rennt natürlich jetzt zu dem Turm hin, ey, wäre er nicht zu dem Turm hingerannt. Wäre das alles so nicht passiert. Erstes Match direkt verloren in der Aufnahme. Ist natürlich stark. Ist krass. Aber gut, was soll man machen, ne? Ja, zum Thema Clash of Clans. Ich habe es auf meinem Mobilgerät momentan nicht mehr installiert. Da es mir schon recht auf die Nerven ging. Ja, Let's Play. Also, ich fange erstmal an. An einem anderen Punkt erstmal an, um euch die ganze Geschichte zu erzählen. Der Nico wollte ursprünglich Clash Royale übernehmen und ich Clash of Clans, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass Clash Royale eventuell was für mich sein könnte. In Ansatz hätte ich das echt nicht gedacht. Jetzt sind wir hier und wir spielen es. Wer jetzt natürlich Clash of Clans weitermacht, ist natürlich echt fraglich, weil ich und Nico haben jetzt nicht wirklich Ideen. Ich will eventuell auch wieder aktiver werden in Clash of Clans. Wobei ich sagen muss, im Livestream wird es halt so oder so gespielt, weil es gehört einfach dazu. Ich spiele zwar keine Sachen, die mir keinen Spaß machen, das ist klar. Aber ich werde auch mich mit Clash Royale auch im Stream immer vergnügen. Weil das ist ein ganz cooles Spiel. Das noch auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat und bis jetzt auch noch recht viel Spaß macht.
Was das Einzige, was mich halt jetzt schon an dem Spiel gestört hat, ist halt die Tatsache, dass das Kistensystem. Man müsste mehr Kisten speichern können, also zum Beispiel 10 Kisten oder so, anstatt nur 4. Das ist das einzige Manko, was ich halt wirklich habe, weil es stört halt schon, wenn du halt nur eine begrenzte Menge an Kisten speichern kannst. Und ja, das sollten sie eventuell noch ein bisschen vergrößern. Aber ansonsten macht es mir wirklich sehr viel Spaß, dieses Spiel hier zu spielen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nur ab und an spiele. Ich bin schon ein recht aktiver Spieler. Clash of Clans spiele ich so gut wie gar nicht mehr. Deswegen ist es natürlich so kritisch natürlich. Was jetzt natürlich auch ist, was ihr auch merkt, der Kanal, der baut sich um wegen Clash Royale. Es wird natürlich mehr Spiele geben. Nico wollte auch Boom Beach eigentlich theoretisch noch machen. Das ist bis jetzt aber noch in den Sande wieder verlaufen. Wir werden mal schauen, wie das so abgeht. Und ja, ich sollte jetzt hier mal bald einen Turm zerstören. Das ist... Okay, ich sollte mich beeilen. So, Turm ist zerstört von ihm. So, den holen wir uns dann mal. Gucken, ob wir diesen Kampf hier gewinnen. Wahrscheinlich nicht. Nein. Also, die erste Folge ist natürlich relativ... Ja. Doof, aber na gut, was soll man machen, ne? Ich konzentriere mich auch gerade gut aufs Labern. So, hier sind mein Deck. Ich habe zwei Epic-Karten. Ja, die hier benutze ich momentan nicht, deswegen habe ich die auch nicht ausgebaut, weil ich das sonst Quatsch finde. Ja, ich spare jetzt momentan Geld, dass ich mir hier auch ab und zu Monster kaufen kann. Den hier hätte ich zum Beispiel auch gerne, aber ja, ich kann ihn halt nicht haben. Leider. Ich hätte ihn wirklich gerne, das ist cool. Ja, ich hoffe, dass man mich auf jeden Fall einigermaßen verstehen kann. Meine Nase ist noch ein bisschen zu. Hört man vielleicht ab und zu. Und ja, das hat zwar heute seine Gründe gehabt, wo ich das Video aufnahm, weil mein Kumpel hat so eine sehr dumme Bewegung gemacht. Ja, und dann hat er mich auch übel seiner Nase getroffen. Die hat auch geblutet, dies, das. Mehr will ich euch ersparen. Aber ist wieder gut. Er hat sich auch bei mir entschuldigt. Von daher, ja, alles geregelt, alles super. So, hier ist meine Kanone, die ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Natürlich setzt ihr jetzt auf der anderen Seite die Sachen, das ist natürlich sehr geil. Gegen die Lufttruppen können wir aushelfen, weil ja ein Ballon ist und das Ding hier geht ab. Oder auch weniger. Tun wir auch mal ein Haus hin, das ist ganz geil. Ich weiß nicht, warum wir immer nur verlieren, das ist richtig komisch. Sonst habe ich bis jetzt immer nur gewonnen. Verdient das auch daran, dass ich zum ersten Mal auf Bluestacks aufnehme. Das Ganze. Dass es am PC vielleicht ein bisschen komischer ist, aufzunehmen für mich. Aber denn sonst habe ich echt immer, ohne Witz, ich habe eigentlich immer gewonnen. Ich hatte bis jetzt nur 10 Kämpfe verloren und ich habe jeden Tag gespielt. Also, ja. So. Ich habe das Spiel ja auch schon gespielt, bevor es für Android rauskam. Per APK. War ganz... Ja, da konnte man sich halt einen Eindruck von dem ganzen holen. Und ja, der war auch bis jetzt ganz in Ordnung. War ganz gut, dass Nico mich darauf hingewiesen hat, dass es dieses Spiel auf jeden Fall gibt. Und ja. Jetzt sind wir hier und dafür wird es ja natürlich auch ein Let's Play geben. Wie ihr auch gerade seht, das Video wird ja Let's Play Clash of Clans. Clash of Clans. Alter, ich bin immer noch diesen Rhythmus für Clash of Clans. Let's Play Clash Royale heißen. Ja. Das Spiel, das gibt es ja schon auf YouTube. Wegen, ja, Apple-Usern zum Beispiel. Oder auch APK-Usern. Und, von daher, ist das Spiel jetzt hier nicht eine ultimative Neuheit, sage ich jetzt mal. Aber, ja, mir gefällt es, auf jeden Fall. Und werde es auch dann
schön weiterspielen und immer natürlich gut Game sagen, gehört dazu. Und ja, ich öffne gerade eine 8-Stunden-Kiste. Ich wollte ja jetzt hier noch, ich fahre jetzt hier noch diese Chest voll. Und wünsche euch natürlich einen schönen Tag, denn 10 Minuten Video reicht ja für heute. Naja, ich nehme noch ein bisschen Clash Royale auf, weil ich jetzt hier weiter spiele. Denkt dran, Donnerstag ist diesmal der Livestream. Dort wird Clash Royale schon eine Menge gespielt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video von Mobile Gaming TV. Ciao.